Also Gefühl beim Snowboarden, das ist natürlich der Carving-Schwung, der das ausmacht. Das ist der Druck, der am Anfang von einem Schwung schon kommt, aber den du dann noch provozierst, indem du einen Schwung so richtig zuziehst. Ja, Mama sagt immer ein Gefühl der Freiheit, aber ja, das ist es. Und mir macht es einfach enorm viel Spaß. In meinem Volksschulheftel steht drinnen, mein Ziel ist ein Weltcupsieg. Das habe ich erreicht. Und natürlich ist Olympia, WM, das sind natürlich nochmal Medaillen, das ist nochmal was Größeres, das Gehype. Olympia ist generell auch sehr kommerzialisiert, würde ich sagen. Ich bin gespannt, wie es heuer in China wird. Das ist halt noch einmal speziell. Ich bin darauf eingestellt, dass es jetzt nicht das größte Erlebnis für mich wird, aber sportlich sicher eines der größten Events. Ob man sich jetzt mehr quält für die Olympiade im Training, boah, für mich ist es, ich finde es gleich wie ein Weltcup-Sieg. Ich gebe einfach bei jedem Rennen mein Bestes. Ja, sicher war es schön, wenn man da noch einmal was mehr abrufen kann, aber ich werde einfach Gas geben, das Beste zeigen und dann schaue ich, was rauskommt. Disziplin ist, glaube ich, für jeden Sportler wichtig, aber wie eng man sieht, ich glaube, das ist dann noch einmal was ganz Individuelles. Ich schaue schon, dass ich meine Trainingspläne einhalte und alles, aber wenn ich in der Früh das Gefühl habe, ich muss jetzt was anderes machen, manchmal braucht man auch was für Geist und Seele, würde ich mal sagen, dann ist es auch mal okay, was anderes zu tun. Visualisieren, das findet bei mir im Zielbereich statt. Ich besichtige zuerst den Lauf, dann stelle ich mich runter, stehe gegenüber vom Run und dann schließe die Augen oder habe sie offen. Dann gehe ich noch einmal den ganzen Lauf durch, jeden Schwung für Schwung und da beschwöre ich dann das Feeling rauf, dass ich da bei jedem einzelnen Schwung habe und bis das dann passt und das kann auch 3, 4, 5 Mal sein. Und dann bin ich erst bereit, um auf den Start zu gehen. Was mir bei der Olympiade direkt vom Start durch den Kopf gehen wird, kann ich jetzt direkt noch nicht so sagen, du müsst mich gleich danach nochmal fragen. Aber ich habe da mir ein Mindset zurückgelegt. Ich habe da ein paar Sprüche, die ich so vor mir hin, sage ich einmal, flüster. Und ich glaube, das wird nicht viel anders sein wie bei jedem anderen Weltcuprennen. Zu meinen Stärken gehört sicher, dass wenn ich meine 7 Sachen oder in meinem Fall sind es 5 Sachen benannt habe und ich am Start stehe, dann kann ich da sicher alles abrufen und da sind mir einfach Schwünge möglich, die in meinem Training nicht möglich sind. Und ich glaube, da kann ich im Rennen noch einmal was ganz anderes zeigen. Ja, so ein starkes Team, das hilft natürlich. Man weiß im Training, okay, wenn man da dabei ist oder schneller ist, dann ist man auch an der Weltspitze. Ich würde mal sagen, man dümpelt da nicht einfach vor sich hin im Training, sondern man gibt Gas, schaut, dass man mal schneller wird. Und mir persönlich hilft es enorm. Natürlich, wenn du jetzt einmal langsam bist, wird das psychisch sicher auch ein bisschen schwierig werden. Aber jetzt in den letzten Jahren, mir hat das eigentlich eher immer gepusht. Ziel bei der Olympia in Peking. Es ist mein erstes Jahr. Ich fahre da jetzt aber nicht um, weil ich reinschnuppern will, sondern einmal war jetzt langsam, war ich nicht dort, einmal war ich verletzt, war ich nicht dort. Und jetzt will ich da nicht ohne Medaille heimfahren. Jetzt muss ich es dann auszahlen und dafür werde ich kämpfen.